Sengende Hitze und eine Luftfeuchtigkeit von über 90%. Das peruanische Amazonasbecken ist für Österreicher eine gewöhnungsbedürftige Region. Aber für die 5 Abenteurer stellt nicht das südamerikanische Klima die größte Herausforderung dar. Sie sind hier, um an einer der gefährlichsten Naturheilpraktiken der Welt teilzunehmen. Einer Ayahuasca-Therapie. Ihr endgültiges Ziel liegt weit außerhalb der Amazonas-Metropole Iquitos, mitten im peruanischen Regenwald, die Dschungel-Lodge Pacaya Samiria, die nur mit dem Boot erreichbar ist. Vor dem zweiten Ritual ist bereits eine deutlich größere Anspannung bei den Teilnehmern zu merken. 2 Stunden, ne? 2 Stunden, ja. Okay. Ja, voll. Ich hoffe, diesmal wirkt's. Heute wird's knallen. Ja. Es hat ja auch beim letzten Mal gewirkt, aber halt vielleicht nicht so, wie es du dir vorgestellt hast. Ja, das stimmt. Nein. Also eine Vision hatte ich noch nicht, okay. Muss ich gestehen. Und diesmal erwarte ich mir eine. Ich erhoffe mir auch meine Halluzinationen, ja. Mhm. Ich glaube, dass jetzt mein körperlicher Prozess oder meine körperliche Öffnung auch funktioniert hat beim ersten Mal, weil es sehr schön sanft und sehr, sehr befreiend war. Mhm. Ich mich auch am nächsten Tag sehr, sehr wohl gefühlt habe. Nachdem ich mich übergeben habe und alles und er meine Energie abgetastet hat, hat er gemerkt, dass ich total strahlend innerlich war, total ruhig war und irgendwie befreit. Ich bin bereit und sie soll und darf und ich freue mich drauf. Mhm. Also, nervös? Nein, nervös gar nicht. Mhm. Einfach in freudiger Erwartung. Ist es soweit? Der Schamane bittet die Gruppe heute Nacht zur zweiten Zeremonie. Minuten nach der Einnahme muss auf Infrarotlicht umgeschaltet werden. Eine Nebenwirkung von Ayahuasca ist extreme Lichtempfindlichkeit. Die viel größere Menge an Ayahuasca macht vor allem Nicolas zu schaffen. Der Kampfsportler stößt an seine körperlichen Grenzen und muss sich immer wieder übergeben. Während der Einnahme sind die Gesänge und das Pfeifen des Schamanen ständig zu hören. Dies soll den Teilnehmern helfen, sich nicht komplett in ihren Halluzinationen zu verlieren. Zusätzlich ist der Tabakrauch ein wichtiges mystisches Mittel der Ureinwohner des Amazonasgebietes, um die Gruppe vor bösen Einflüssen zu schützen. Nach der Zeremonie verlässt Nicolas fluchtartig den Saal. Er scheint zu diesem Zeitpunkt sehr verwirrt und überfordert zu sein. Der Rest der Gruppe ist hingegen ganz euphorisch. Hier scheint die so gefürchtete Liane der Toten, wie Ayahuasca von den Einheimischen genannt wird, durchaus positiv anzukommen. Sieht sie nicht wie, als würde da so Hitzewellen mitschwingen. Doch, ich sehe sogar bei dir. Ja, ich spüre. Wow, das ist geil, ich sehe das. Sehr enttäuscht ist Michael. Er ist davon ausgegangen, dass die psychoaktive Substanz ihre Wirkung stärker entfaltet. Ich habe das einfach falsch eingeschätzt. Ich habe gedacht, Ayahuasca ist eine Art von Droge, die einen am Genick packt und mitreißt, so wie Peyote, Engelstrompete, was weiß ich, Stechapfeltee, Tollkirsche, was er meinem umreißt. Und das passiert mir nicht. Ich merke schon, wenn ich mich drauf einlasse, aber wenn du dich wirklich von dir aus hingibst, dann spüre ich ein bisschen, wie es mich packt. Aber nie bis zum Schluss. Also es lässt mich dann irgendwann aus und dann bin ich wieder normal. Noch merkt man bei Carlo nicht, zu welchen dramatischen Spätfolgen das Ayahuasca-Gebräu bei ihr nur Stunden später führt. Alle meine Sinne haben sich angefühlt, als wäre ich sturzbetrunken. Also als hätte ich den schwersten Rausch meines Lebens. Nur geistig war ich voll da. Ich habe alles mitbekommen und war ganz okay.
Am nächsten Morgen ist die Stimmung im Camp durchaus ausgelassen. Einzig bei Nikolas hat die zweite Zeremonie einen fahlen Nachgeschmack hinterlassen. Das erste Mal war, ich lass alles auf mich zukommen. Ich bin bereit, komm zu mir. Es war aber nichts. Und das zweite Mal war Zingarassabum. Also da ist dann wirklich voll eingefahren, die Geschichte. Also heavy. Stunden später treten die Sorgen von Nikolas jedoch in den Hintergrund. Carlo hat unter Tränen um ein Gespräch mit dem Schamanen gebeten. Sie hat ein Erlebnis, vor dem Fuab alle gewarnt haben. Der starke DMT-Gehalt des Gebräus, eine psychedelisch wirkende Substanz, kann psychotische Zustände auslösen. Was ist da gerade passiert, Carlo? Darf man kurz fragen? Der Rainer kann es besser erklären. Ich kann es gerade im Moment nicht erklären. Wenn man so will, Symptome oder Dinge, die sie schon früher erlebt hat, sind ganz stark wiedergekommen jetzt. Dinge aus ihrer Vergangenheit. Und der Guido hat ihr geholfen, das einzuordnen für sie. Und das irgendwie zu ordnen, einem Sinn zu geben. Und ich glaube, das hat ganz gut hingehauen. Zur Erklärung, ja. Die Welt neben dem Weg war real und der Weg war in der Anderswelt. Um solche dramatischen Entwicklungen möglichst zu verhindern, mussten sich alle Teilnehmer vorab einer medizinischen Untersuchung unterziehen. Doch ausschließen lässt sich bei der Einnahme nichts, meint der ärztliche Leiter der Drogensuchthilfe Wien. Ayahuasca sei traditionell auch nicht für alle Menschen bestimmt. Diese Methoden kommen ja aus dem Schamanismus. Und Schamanen sind speziell ausgesuchte Personen von einer Gemeinschaft, oft einer Dorfgemeinschaft oder einer größeren Gemeinschaft, die aufgrund ihrer Fähigkeiten erstens ausgesucht wurden und zweitens auch eine lange Ausbildung sozusagen genossen haben und dann eben diese Substanzen, diese bewusstseinserweiternden, wenn man so will, Substanzen stellvertretend für die ganze Gemeinschaft eingenommen haben, um die Erfahrungen, die sie dann machen, sozusagen übersetzt und wohl dosiert an die Gemeinschaft weiterzugeben. Und das hat seinen guten Grund, warum das quasi eine Person für eine ganze Gemeinschaft macht, die noch dazu ausgebildet ist, weil diese Substanzen eben nicht harmlos sind und weil diese Erlebnisse nicht jede Person aus dieser Gemeinschaft machen soll, weil das eben zu gefährlich ist. Die österreichischen Teilnehmer in Peru haben für sich entschieden, dass sie das Risiko auf sich nehmen möchten. Für den Tiroler Psychiater und Arzt Dr. Oberguggenberger eine schwierige Situation. Er findet, es sei klüger für Carlo, die Ayahuasca-Therapie abzubrechen. Also als Psychiater könnte man sagen, was die Carlo jetzt hat, das wären psychotische Symptome. Das heißt, wenn sie in der wahren Welt Dinge sieht, die wir nicht sehen, dann sind das Halluzinationen oder auch vielleicht sogar eine Depersonalisierung oder Derealisierung, wenn der Weg darüber zum Essensraum plötzlich verdoppelt und es wird dann verschwommen, was ist Wirklichkeit, was ist Realität. Da würde man sagen, in der Psychiatrie vielleicht, das könnte man nennen, eine Derealisierung oder Depersonalisierung, weil einfach die Dinge verschwimmen. Es ist einfach etwas aufgegangen durch das Ayahuasca, sozusagen Schlösser im Kopf, die ich selber mir geschaffen habe zum Schutz. Diese Verdrängungsmechanismen sind der Schulmedizin nicht unbekannt. Der ärztliche Leiter der Suchthilfe Wien warnt deshalb ausdrücklich davor, mit psychoaktiven Substanzen zu experimentieren. Wir sehen das ja, dass zum Beispiel bei ganz starken Traumen sexueller oder körperlicher Natur, bei Missbrauchserlebnissen sehen wir das immer wieder, dass die völlig aus dem Bewusstsein verschwinden. Das heißt, die Person kann sich nicht daran erinnern. Die Gefühle wirken natürlich im Inneren weiter und die Belastung durch dieses Erlebnis äußert sich dann in ganz anderer Form, zum Beispiel in einer Angststörung oder in körperlichen Beschwerden. Aber das Trauma selber ist nicht erinnerlich, aus gutem Grund, weil es die Psyche nicht bewältigt hätte zu der Zeit, wo es geschehen ist. Und wenn jetzt im Nachhinein, sozusagen Jahre später, durch eine Substanz zum Beispiel so ein Gefühlszustand plötzlich freigesetzt wird und plötzlich ins Bewusstsein gerät, dann kann das eben eine Überforderung darstellen, die von dieser Person allein nicht zu schaffen ist. Das kann dann wirklich zu Psychosen führen oder zu massiven Angstüberflutungen. Die Liane der Toten, wie Ayahuasca von den Ureinwohnern genannt wird, bringt für Carlo eine solche psychische Überforderung. Plötzlich verschwimmen die Grenzen
zwischen Traum und Realität. Es ist quasi ein Wesen, das in der Anderswelt lebt und das dich überzeugen will, dass es zuerst freundlich ist. So klassischer Dämonentraum, ja. Dass ich überzeugen will, dass du ihn mitnimmst in die reale Welt quasi. Und ich weiß aber, dass man mit sowas nie einen Deal machen darf, auch nicht im Traum, egal wie, ob das jetzt real ist oder nicht real ist, ja. Und er ist dann immer böse geworden. Er hat mir dann verschiedene Wunden aufgerissen in meiner Seele, um mich, damit ich sage, na okay, ich nehme dich einfach mit, ja. Das nächste Mal wird er mir als Echse begegnen und dann wecken sie mich auf zum Essen, war noch ganz namisch. Und ich gehe halt in den Essensraum und wollte noch schnell rauchen und habe mich hingesetzt und dann ist aus der Ecke, wirklich real, ein riesen Waran rausgekommen. Hat mich gesehen, fixiert und dann habe ich was gesagt und dann ist er weggelaufen. Ich habe das, wollte dann was essen, obwohl ich keinen Hunger hatte und das Fleisch hat geschmeckt, als würde es mir im Mund verfaulen. Ich habe es dann ausgespuckt und das hat mich alles so aufgewühlt. Nach einem langen Gespräch mit dem Schamanen beruhigt sich Carlo wieder. Man kann von Glück sprechen, dass die junge Frau sofort Beistand hatte. Das Allerwichtigste. Wir müssen sehr viel Kraft haben, um das zu erreichen, was wir wirklich brauchen wollen. Nicht nach hinten steigen, sondern immer einen Schritt nach vorne. Ich beglückwünsche Sie, das weiße Mädchen. Damit sie mit ihren Gaben weitermacht in Zukunft, mit ihren guten Gaben. Mit dem Schamanen und gegen den ärztlichen Rat entscheidet Carlo, die Ayahuasca-Therapie fortzusetzen. Sie glaubt daran, dass Ayahuasca nicht Ursache, sondern Lösung für ihre Probleme sein kann. Ich musste es ihm einfach erzählen, damit wir auch gemeinsam da stark sein können. Weil ich weiß, ich kann es alleine in so stark, wie es heute war, nicht überwinden. Er hat es mir erklärt, woher das kommt und dass wir das einfach, dass das ist, was ich eigentlich loswerden muss. Weil ich ihn nicht besiegen kann, aber gemeinsam werden wir es hinkriegen mit Ayahuasca. Vor der letzten und entscheidenden Zeremonie muss Carlo jedoch noch eine ganz andere Herausforderung bewältigen.